Schönen guten Tag, mein Name ist Jan Heider von CapTrader und ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Kurzvideo begrüßen. Das heutige Thema lautet Leerverkäufe, also Short Selling. Da haben wir ja schon mehrere Videos für die TWS gedreht. Da aber immer wieder Rückfragen für die Kontoverwaltung und auch für die CapTrader App kommen, haben wir uns gedacht, dann gibt es jetzt eben ein kurzes Einführungsvideo. Deshalb Mats ab und viel Spaß. Der Leerverkauf mit der Kontoverwaltung ist kinderleicht. Zuerst einmal gehen wir natürlich auf unsere Webseite, also captrader.com. Anschließend oben rechts auf Login klicken. Aus dem Dropdown-Menü den Punkt Kontoverwaltung auswählen. Es öffnet sich das Login-Fenster. Hier geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein und belassen den vorausgewählten Punkt Live-Trading-Konto und gehen auf Login, um in die Kontoverwaltung zu gelangen. In meinem Fall nutze ich das Übungskonto, das sogenannte Paper-Trading-Konto, und wähle dieses statt dem Live-Konto aus. Und hier sehen wir die Startseite in der Kontoverwaltung. Oben rechts ist die Lupe für die Suche zu sehen. Ich klicke darauf und kann direkt anfangen zu schreiben. Gebe Adidas ein und wähle das zweite Ergebnis. IBIS steht für Xetra. Für die eindeutige Suche bietet es sich an, die jeweiligen Werte über die ISIN zu finden. Wenn man die ISIN nicht zur Hand hat, dann einfach kurz danach im Internet suchen. Ich markiere die ISIN und kopiere mir diese. Nun also zum eigentlichen Leerverkauf. Ich klicke auf Verkauf. Jetzt die Menge angeben, im Beispiel 33. Den Ordertyp setze ich auf Market, also billigst bzw. bestens. Danach unten auf Übermitteln gehen. Und die Order wurde direkt ausgeführt. Ein kurzer Blick ins Portfolio. Wir sehen Adidas mit minus 33 Stück. Um den Leerverkauf zu beenden und die Position glatt zu stellen, klicken wir einfach auf den Wert. Dann nur noch auf Kauf und geben die 33 bei der Menge ein und gehen mit dem Ordertyp Market auf Übermitteln. Fertig. Lassen Sie uns nochmal im Portfolio nachschauen. Adidas ist immer noch da. Aber bei der Stückzahl ist nun eine schwarze 0 zu sehen. Und noch einen Leerverkauf. Diesmal nehmen wir die Areal Bank. Wir verkaufen 50 Stück leer und nehmen diesmal den Ordertyp Limit. Das Limit setzen wir bei 18,25. Und gehen auf Übermitteln. Bei den Ordern sehen wir, dass unsere Order noch nicht ausgeführt wurde. Dauert nur ein wenig und fertig. Schauen wir ins Portfolio. Areal Bank mit minus 50 Stück. Das vorherige Beispiel mit Adidas mit Position 0. Kaufen wir Areal Bank zurück und simulieren einen oft vorkommenden Fehler. Wir nehmen die vorgeschlagene Menge von 100 zum Rückkauf. Im Portfolio hat sich nun unsere Position von minus 50 in eine Plusposition von 50 verändert. Noch ein Beispiel. Wir suchen Zooplus. Mit Ausschreiben oder wieder über die ISIN.
Wir verkaufen 111 Stück leer, Market und gehen auf Übermitteln. Die Order ist noch nicht vollständig ausgeführt worden und wir sehen eine Teilausführung. Der Wert ist eben nicht so liquide wie zum Beispiel Adidas. Noch ein Beispiel mit Ströer. Die Suche ist erfolglos. Wohl wegen dem Umlaut, daher bietet sich hier die Isen an. Wir machen einen Leerverkauf über 250 Stück, Ordertyp Market und gehen auf Übermitteln. Gehen auf Orders und Ausführungen. Wir sehen wieder eine Teilausführung. Am Ende ein Leerverkauf von Vonovia. Diesmal eine Menge von 50 Aktien. Beim Ordertyp wechseln wir wieder von Limit auf Market und gehen auf Übermitteln. Vonovia ist auch in der Simulation liquider und wir haben direkt die Ausführung. Bei Orders und Ausführungen sehen wir, dass Zooplus immer noch nicht vollständig verkauft wurde. Vonovia ist abgeschlossen. Unser Leerverkauf von 250 Stück Ströer wurde in 4 Teilorder geteilt. Schauen wir uns alles noch einmal im Portfolio an. Arealbank mit der grünen 50, da wir beim Glattstellen 100 Stück gekauft haben. Adidas mit der schwarzen 0 nach dem Rückkauf. Ströer mit minus 250 Stück und wir sehen noch 2 alte Leerverkäufe von mir, Lufthansa und Microsoft. Zum Schluss noch ein Tipp, wie man die Darstellung dieses Fensters um interessante Angaben erweitert. Dafür oben rechts auf die 3 Punkte klicken, dann auf Spalte bearbeiten, auf alle Spalten suchen gehen und anfangen zu tippen. Mit Deutsch wird man hier nicht weiterkommen, weder Leih noch Leer führt zu einem Ergebnis. Für den Leerverkäufer von Interesse sind Fee Rate und Shortable. Man kann aber direkt über die Oberbegriffe gehen, runterscrollen bis zum Short Selling und dann auf die Pluszeichen klicken, um die Kategorien zu markieren. Jetzt sehen wir, dass für Ströer momentan ein Leihgebührsatz von 1,15% im Jahr fällig ist. Der Leerverkauf mit der Kontoverwaltung ist eine super Alternative zur TWS, der Trader Workstation. Und Sie müssen zugeben, es ist kinderleicht. Ja, dann herzlich willkommen zurück, nachdem wir jetzt also gehört haben, wie Leerverkäufe in der Kontoverwaltung funktionieren, gibt es natürlich noch die alternative Methode und zwar mit Ihrem Smartphone. Deshalb jetzt einmal gut aufgepasst, dann wissen Sie auch, wie das auf der CapTrader-App funktioniert. Der Leerverkauf mit dem Handy könnte gar nicht einfacher sein. Wir loggen uns ein, in meinem Fall ein Übungskonto, das sogenannte Paper Trading, das ich auch wärmstens empfehlen kann. Zuerst einmal suchen wir nach dem zu verkaufenden Wert. Das können wir mit dem Ausschreiben machen, der Suche mit der ISIN oder mit dem Ticker, in unserem Beispiel die Deutsche Bank mit DBK. Nun wird es ganz leicht. Wir drücken unten auf Verkaufen und jetzt geben wir die Menge ein, 250 Stück und danach den Ordertyp. Hier Market und am Ende nur noch auf den Slider gehen und von links nach rechts ziehen. Wenn
Wir können uns das Ganze noch im Portfolio anschauen. Dort ist die Position nun mit einem Minus gekennzeichnet und der Zahl 250. Wir haben also erfolgreich 250 Aktien leer verkauft. Für den Leerverkäufer sind zwei Angaben von Interesse: ob die Aktie überhaupt leerverkaufsfähig ist und wie hoch der Leihgebührsatz ist. Oben rechts auf die drei Punkte klicken, dann auf Spalten verwalten, anschließend auf Spalte hinzufügen. Nun suchen wir nach den für uns interessanten Angaben. Bei Alle Spalten suchen geben wir leer ein und sehen direkt die Option für leerverkaufsfähig. Auf die klicken wir. Jetzt suchen wir nach Leih und scrollen, bis wir den Leihgebührsatz gefunden haben, welchen wir auch hinzufügen. Dann gehen wir zurück ins Portfolio und sehen nun die Spalten hinzugefügt. Der Leihgebührsatz zeigt uns an, wie viel uns die Leihe der leerverkauften Aktien kostet. In unserem Beispiel vernachlässigbare 0,59% im ganzen Jahr. Weil es so einfach ist, noch einen zweiten Wert. Neulich hatte ich ein Problem mit dem Kundenservice von Zalando. Also verkaufe ich die Aktie leer. Man kann direkt nach dem Unternehmen suchen. Ich gebe Zalando ein und drücke unten auf die Lupe für die Suche. Ich wähle danach Zalando Ibis aus. Dies ist die alte Bezeichnung für den Vorgänger von Xetra, das integrierte Börsenhandel- und Informationssystem. Natürlich auf Aktie drücken und auf Verkaufen. Diesmal probieren wir eine Limit Order mit angehängter Gewinnmitnahme und Verlustbegrenzung aus. Wir verkaufen nur 10 Stück, da Zalando mich geärgert hat, aber am Ende war es dann doch nicht so schlimm. Wir setzen ein Limit von 81, also möchte ich mindestens 81 Euro je Aktie erzielen. Wir drücken auf das Pluszeichen bei Anhängen Bracket Order. Aktivieren den Slider bei der Gewinnmitnahme und geben 75 Euro ein. Wenn der Kurs bis auf 75 Euro gefallen ist, kaufen wir automatisch zurück und realisieren unseren Gewinn. Mein Verlust möchte ich begrenzen. Daher setze ich einen Stop-Loss bei 85 Euro und natürlich setze ich auch die Gültigkeitsdauer auf GTC Good Till Cancel. Leichter könnte es nicht laufen. Im Portfolio sind nun zwei Positionen im Minus zu sehen, also zweimal erfolgreich leer verkauft. 250 Aktien der Deutschen Bank und 10 Aktien von Zalando. Ja, abschließend nochmal vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie das gerne mit einem Like und vielleicht auch mit einem Abo, damit Sie keine Videos von CapTrader mehr verpassen. Wenn Ihnen das gar nicht gefallen hat, gerne auch ein Like und ein Abo. Und für weitere Fragen, ja, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion. Wir nehmen natürlich gerne nach Bedarf noch weitere Videos auf. Vielen Dank.